können es noch gar nicht richtig fassen, dass dieser Schritt jetzt kommt. Es wird wohl in Bezug auf unserem Ortsnamen hängen, dass es hier sexistisch-pornografische Inhalte vermutet werden. Ich habe sofort versucht, mit Facebook Kontakt aufzunehmen, um das richtigzustellen, unter Verweis auf unseren historischen Ortsnamen, 1155 Jahre historisch belegt. Aue des Secos, also überhaupt nichts mit Sex zu tun. Ich finde es schwachsinnig. Die Leute können ja nichts dafür, wie der Ort heißt. Und dann, bescheuert. Schlechter erst gebaut hier. Also es ist wegen Facebook-Profil kann ich jetzt nicht unbedingt umziehen. Ne? Das ist halt der Name von unserem Ort und also können wir nichts dafür. Und deswegen kein Facebook mehr zu benutzen, wäre halt schon ziemlich doof. Man sollte es in anderen Ortschaften auch genauso machen. In Windenreute auch. Alles löschen. Ja, wieso das? Es wäre schon einfacher, wenn es Facebook bleiben würde, natürlich, aber es geht auch irgendwie ohne. Frechheit, oder? Die würden uns doch für den nichts sagen. Wäre doch noch schöner, oder? Jetzt hat irgendwas mit Sex zu tun und dann, beziehungsweise hat er nicht damit zu tun und dann wird gleich so überreagiert, das verstehe ich nicht. Das heißt, der Sex auch und nicht Sex auch, melde ich mich halt ab im Scheißding. Wir werden versuchen, hier mit Unterschriftsaktionen, mit einer Demo vielleicht sogar, Facebook darauf aufmerksam machen, dass eben das so nicht geht. Es wäre halt schön, wenn Facebook die Botschaft mitbekommt, freier Netzzugang für Sexer und keine Diskriminierung unseres Ortsnamens.